Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1. Für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, wer meinen Geburtstagsvlog gesehen hat, hat auch diese junge Dame gesehen, falls ihr sie noch nicht kennt. Also du kannst dich natürlich kurz mal vorstellen, wer bist du, wie heißt du, was machst du hier bei mir in der Wohnung schon? Ich weiß, dass du mich jetzt direkt unterbrichst. Nee, gar nicht. Nee, ohne Witz. Ich bin Maddie und ja. Achso, ich dachte, du unterbrichst mich. Nee, gar nicht. Nee, höflich, ja, charmant, bin, so kennt Maddie. Man ihn. Das war's. Ja, sie ist Maddie und genau, wir waren zusammen auf Palma de Mallorca. Und habe ich sie doch mal gefragt, hättest du Bock, gegen mich ein Outfit-Battle zu machen, eine Outfit-Challenge? Ich suche für dich was raus, du für mich. Und da haben wir uns auf ein Budget festgelegt, 150 Euro. Ich blende auch gerne nochmal den Ausschnitt ein. Ich gebe dir ein Budget, bekommst meine Kreditkarte, ich weiß nicht, 100, 150 Euro. Und du shoppst für mich ein komplettes Outfit. Meinst du, schaffst das? So, komplettes Outfit. Gib mir so Money, ey, Mann. Wer seinen Mund so weit aufmacht. Warte mal, du hast doch diese Challenge hier geboten, Alter. Ich hab gar nichts gesagt. Gib mir so Money, ey, Mann. Yeah. Maddie hat das Ganze angenommen und heute ist der große Tag der Tage. Wir haben uns einen Online-Shop rausgesucht. Ich glaube, viele Leute von euch, von meinen Zuschauern, kennt ihn auch gar nicht. Und zwar Boohoo. Und ja, auf diesem Online-Shop suchst du jetzt für mich was raus und ich suche für dich was raus. Das Video seht ihr dann natürlich bei Maddie auf ihrem Kanal, ist auch verlinkt. Wir sammeln gar nicht so viel rum. Du shopp jetzt für dich. Du shopp, also willst du schon irgendwas verraten, in welche Richtung das so geht? Ey, ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Plan gemacht. Ich mach das einfach so frei aus der Hand raus. Okay, also ihr könnt natürlich hier auch oben, hier oben ist das irgendwo eingeblendet, abstimmen, wer gewonnen hat. Ja, also für Maddie oder für Marc, ihr werdet das auf den Videos sehen. Und wir werden dann bei beiden Videos die Votes zusammenzählen. Also die Leute werden auch bei dir abstimmen. Und was bei machen mir wir dann? Was passiert mit dem Verlierer? Oder ja, was der ist mit am Arsch. Ja, der Verlierer ist am Arsch. Darf man sich eine Strafe aussuchen? Ja, wenn es um das Thema Strafe geht, fällt mir auf jeden Fall was Gutes ein. Wir sind nämlich mal zusammen nach Berlin gereist und am Flughafen war so eine Truppe von Cheerleadern. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Maddie, wenn ich du wäre, dann würde ich da jetzt auch mal gepflegt hingehen und zu diesen Cheerleader-Ladies sagen, so, ja, ihr seid keine richtigen Cheerleader, ich bin hier die Cheerleaderin. Und ich habe es durchgezogen. Sie hat das sowas von durchgezogen. Auch das blende ich hier nochmal ein. Und dann machst du, sie. Hey Mädels, ich habe gerade gesehen eure Hebefigur und ich glaube, ihr denkt echt, ihr seid so krasse Cheerleader, ne? Aber ich zeige euch mal ganz kurz, wie ein wahrer Profi das macht, ja? Also pass auf. Das ist ein Cheerleader. Okay. Sie! Ey! Oh! Sie! Okay, wir quatschen gar nicht so viel rum. Also, Community, ihr seid gefragt, ihr könnt jetzt schon abstimmen. Auf Maddies Kanal stimmen die Leute für dich ab. Ich bin gespannt, was du mir raussuchst. Und ja, let's go. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. So, Freunde, ein paar Tage sind jetzt vergangen und eben gerade hat der Postbote geklingelt und hat uns diese... beiden Pakete gebracht. Ich packe jetzt aus und dann kannst du was dazu sagen, genau, was du dir dabei gedacht hast. Und am Ende werdet ihr auf jeden Fall auch sehen, wie das Ganze an mir angezogen aussieht. So. Ganz kurz, wir hatten 150 Euro als Budget festgesetzt. Kommt jetzt so eine Ausrede jetzt raus? Nee. Ja. Und ich habe genau 150,00. Echt? Also exakt, kein Cent drüber, genau 150. Und ich muss sagen, es ist so schwer gewesen, für Männer Klamotten rauszusuchen. Bei Frauen finde ich es viel einfacher. Da hast du schon mit einem Kleid und mit Schuhen hast du schon ein komplettes Outfit. Und bei Männern brauchst du Hose, Schuhe, Pullover, Jacke. Versuchst du gerade schon was zu rechtfertigen, dass das nicht so gut geworden weil ist? Weil ich wollte eigentlich zwei Hosen, also ich wollte eigentlich zwei Outfits, falls das andere dir zu klein ist. Weil ich glaube, die Hose, es ist die Größe, die du hast, aber also ich glaube, sie könnte, ja, aber ich glaube, sie ist zu klein. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja. Ich kann nur eine Sache noch dazu sagen. Normalerweise so in Online-Shops, wenn man jetzt irgendwie eingibt, so Jacken oder Oberteile, dann scrollt man runter und dann steht, da gibt es noch 3, 4, 5 weitere Seiten. Ich gucke bei Boohoo 160 Seiten nur bei Oberteilen. Ich so, was geht für denn Frauen hier? So wirklich Wahnsinn. Checkt wirklich mal den Link ab unten, wenn ihr den Shop noch nicht kennt, auch an alle Männer. Ich sag ganz ehrlich, ich kannte das vorher noch gar nicht. Finde es aber gerade umso besser, dass wir mal einen Shop zeigen, der vielleicht bei einigen Leuten noch nicht so bekannt ist. Also die Auswahl war krass.
Ich bin auf jeden Fall deutlich unter 150 Euro gelandet. So viel kann ich schon mal sagen. Aber das seht ihr alles bei Medi auf dem Kanal. Ich guck mal jetzt rein hier. Ja, warte doch mal. Ja, ihr seht es doch eh naja. Genau. Für mich das ist nur die Pizza-Paket. Ja, da möchte ich noch eine Sache kurz zu sagen. Wie ich gerade gesagt habe, 150 Euro. Aber ich wäre nicht Medi, wenn ich nicht Medi wäre. Ich habe nämlich zwei Outfits. Nee. Für 150. Ohne Witz? Ja, aber... Zwei Paar Schuhe. Nee. Ja, nee. Nee. Also dieselbe Hose, so, aber ich habe halt noch ein Oberteil. Ja, okay. Das kann dann quasi... Es sind eigentlich zwei Outfits. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich habe irgendwie das Gefühl, du versuchst hier die ganze Zeit irgendwas zu kaschieren oder so. Also, als allererstes. Hier haben wir einmal eine Skinny Jeans Hose. Und da habe ich echt Angst, dass es dir nicht passt. Es ist 34. Mhm, okay. Aber da stand halt... Super skinny, genau, mit so Cutouts. Cutouts, ja. Cutouted out, Alter, okay. Alles so. Klar, Hose. Warte. Ah, genau, Schuhe. Ja. Was denn? Schlichte schwarze Sneakers. Okay. Was sagst du? Ja, ich gebe meine Meinung erst am Ende ab. Okay, so okay. Von dem. Ja, so sehen die Sneaker aus, so ganz normale schwarze. Nee. Wie, nee? Das ist wer macht denn jetzt hier die Regel? Auf welchem Kanal sind wir denn jetzt hier? Hey. Nein, bitte, du musst wirklich das andere essen. Ja. Ja, Leute, ich habe sogar an Accessoires gedacht. Hast du es auch? Natürlich habe ich an Accessoires. Ja? Oh shit. Hier haben wir einmal so ein richtig schniekes Armband. Du weißt, ich feiere ja solche Armbänder. Ich weiß, deswegen habe ich sie ja geholt. Okay. Ich bin echt gespannt am Ende. Jetzt passend zu dem Herbst für die kühleren Tage eine gefütterte Jeansjacke. Und ich finde, die sieht richtig geil aus. Ja, die ist auf jeden Fall. Ich würde sie sogar selber tragen. Ja, wirklich. Kennst du den Oversize-Look, ne? Ja, ich liebe das. Also, gefällt sie dir? Ja, es ist nice. So verwaschenes Jeans, ist richtig auf jeden geil. Fall ganz gut. Vor allen Dingen, ich habe so eine auch noch nicht. Ja, ich weiß, du hast eine dunkle. Ja. Ich weiß, habe ich gesehen auf Insta und deswegen. Sehr, sehr gut. Ein hell geholt. Ja, damit kann man ja nichts falsch machen. Weißer Rolli, ja. Freunde, beste, was jetzt abgeht zu der Jahreszeit. Okay. Dann sag mir mal jetzt, genau. Was ist das hier? Ist quasi ein Outfit, okay. Was du jetzt hier gesehen hast. Ja. Ne? So, und das zweite Outfit ist quasi ohne das, ohne den Rolli, nur schwarz, das und das. Alles klar. Ich fand die Farbe geil. Man. Zack, okay. Ich habe auch so einen Hoodie in der Farbe gar nicht. Ich weiß. Ja, du hast echt so geshoppt nach Sachen, die natürlich. Ich zum Teil nicht habe. Ja? Genau, aber ich wusste, du magst es manchmal so ein bisschen schicker und manchmal bist du aber auch so sporty unterwegs, deswegen habe ich dir so einen Hoodie geholt. Passt auf die schwarzen Jeans. Also, 10 Punkte vor mir. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer das Rennen hier gewinnt. Also, ihr könnt auf jeden Fall gleich abstimmen. Aber wir kommen jetzt einfach mal zum Outfit. Wir schauen uns das Endergebnis an. Ich bin sehr gespannt auf 3, 2, 1. Mein ehrliches Feedback. Also Melly, du hast auf jeden Fall zu 100% meinen Geschmack getroffen. Du weißt, ich liebe Rollkragenpullis, ich liebe Jeansjacken, gerade jetzt auch für den Winter, für den Herbst. So innen mit gefüttert, schwarze Hose geht eh immer und ja, Sneakerschuhe in schwarz gehen auch immer. Also von daher feiere ich schon mal sehr. Vielen lieben Dank, dass du es überhaupt mitgemacht hast. Und ich bin echt begeistert für 150 Euro, auch gerade nochmal die Variation mit dem Hoodie. Echt top. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern, weil... Ich weiß, dass mein Outfit deins natürlich um Längen übertreffen wird. Deshalb checkt natürlich das Video von Medi ab und stimmt hier oben ab. Ja? Wer hat für den jeweils anderen das bessere Outfit geshoppt? Marc oder Medi, oder besser gesagt Medi oder Marc, hier abstimmen. Am Ende zählen wir alle Stimmen zusammen und der Verlierer, ja, der muss auf jeden Fall irgendeine Scheiße machen. Was es sein wird, könnt ihr natürlich auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben. Buhu ist verlinkt, also ja, fazitmäßig, die Sachen sind wirklich nice, klar. Muss man dazu sagen, es ist immer schwer, wenn man die Sachen nicht anprobiert und für jemand anderes was kauft. Die Hose ist ein bisschen eng, müsste man wahrscheinlich eine Nummer größer bestellen. Oder einfach abnehmen. Warte mal, bist du gleich dran, bist du aber auch jetzt kleinen. Ich habe nur Underwear bestellt, Leute. Check ihn gerne. Guck mal in der Kamera auch. Die Jacke gerade richtig gut aus. Also jetzt wirklich. Das ist nicht die Jacke, das ist mein Gesicht. Ja, Spaß, es steht hier unnormal die Jacke. Wirklich. Ja. Nee. Also, daher echt, ich bin wirklich begeistert.
auch gerade heutzutage immer irgendwie teure Klamotten, viel Geld ausgeben. Wir haben jetzt mal gezeigt, so ja, ein ganzes Outfit für unter 150 Euro mit Schuhen, mit Hose, mit Oberteil, mit Jacke. Hammer. Danke an dieser Stelle natürlich auch an Boohoo, die das Ganze ja möglich gemacht haben. Danke. Ist verlinkt, also geht wirklich gerne mal auf den Shop, alle Männer da draußen. Schreibt mir, schickt mir eure Bilder auch auf Instagram, wenn ihr euch was bestellt. Immer wieder Hashtag That's Me Crew, dann gibt es irgendwann auch mal wieder so ein Outfit of the Day Video, sehr, sehr gerne. Meinem Gast, Melli, gehört immer das letzte Wort, auch wenn du zwar bei dieser Challenge jetzt verloren hast. Wir können ja demnächst noch mal eine andere... Ich kenne meine Community, die peitschen so das Mark da oben jetzt durch. Schreibt in die Kommentare, ich bin gespannt auf die Bestrafung, die du dann da machen musst. Obwohl das Outfit echt gut ist, aber... Kriegt ihr solche Schnacker, ey. Komm, sag doch noch ein paar. Komm, sag, was du willst. Meinem Gast gehört das letzte Wort. Abonnieren nicht vergessen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos zusammen mit Maddie. Immer in die Kommentare schreiben, dann wissen wir Bescheid. Lass das Video beenden. Danke, dass du mit dabei sein durfte und möge der Bessere gewinnen.